Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, worauf ich in letzter Zeit öfter angesprochen wurde. Und zwar bekam ich öfter mal die Frage, ey yo Leon, könntest du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich dann besser kommentieren könnte? Und genau mit dem Thema befassen wir uns heute. Das Video ist vor allem für Einsteiger geeignet, obwohl auch für fortgeschrittenere Leute wirklich was dabei sein kann. Also bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch das Video bitte bis zum Ende an. Ich würde vorschlagen, ich labere auch nicht weiter rum und fange direkt mal mit dem ersten Tipp an. Und das ist direkt ein Tipp, der vor allem für Einsteiger gilt, denn viele Einsteiger setzen sich an den PC und probieren dann einfach einen Commentary zu machen, einfach so. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein großer Fehler, denn ohne zu skripten ist es vor allem am Anfang schwer. Skripten heißt, dass ihr euch ein wenig informiert über das Thema, worüber ihr dann auch im Endeffekt redet und das dann auch aufschreibt, vielleicht auf ein A4-Blatt, vielleicht auch aufs Handy und dort dann immer drauf guckt und vielleicht ein bisschen ablest. Wichtig ist dabei, dass ihr nur einzelne Wörter oder Stichpunkte schreibt und keine kompletten Sätze, denn wenn ihr komplette Sätze schreibt, wissen das die Zuschauer, beziehungsweise die Zuschauer merken schnell, wenn ihr in einem Redefluss seid und ihr dann einfach nur ablest, entwickelt das mit der Zeit irgendwann eine Monotonie. Ihr könnt euch das so vorstellen wie bei einem Schulvortrag, wenn ihr vor der Klasse steht und einfach euch einen Stichpunktzettel gemacht habt und dort aber ganze Sätze draufgeschrieben habt, werdet ihr auch bloß in der Schule davon ablesen. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch und dort hört man denn weniger gern zu als bei einem Commentary, wo man unterhaltsam frei rausredet, aber die Informationen im Text nicht unterbrochen werden. Außerdem hat Skripten den Vorteil, dass ihr das ganze und dieses dass ihr das einfach ein wenig lasst. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist, dass ihr aufpasst, wie schnell oder wie langsam ihr redet. Der Zuschauer soll sich weder anstrengen müssen zuzuhören, noch soll er sich in irgendeiner Form langweilen. Also probiert das Commentary so unterhaltsam wie möglich zu gestalten und in einem angenehmen Tempo zu reden. Ein Commentary muss unterhaltsam sein. Beim Zuhören eines Commentaries muss eine gewisse Stimmung herrschen und Stimmung entsteht durch Betonung. Dabei müsst ihr vor allem auf Laute wie A, E, I, O, U und hohe und besonders tiefe Tonlagen achten. Betonung heißt außerdem, dass ihr am Anfang von einem Satz vielleicht ein bisschen lauter redet und am Ende von einem Satz vielleicht ein bisschen tiefer redet. Das leitet dann den nächsten Satz ein und es gibt ein anständiges Gefühl beim Zuhören. Der nächste Punkt auf meiner Liste befasst sich mit der Nachbearbeitung und dazu kann ich sagen, dass ihr Sprechpausen oder so ein oder sowas, das könnt ihr alles rausschneiden, das braucht keiner, das ist einfach ununterhaltsam und stört im Endeffekt den Redefluss. Außerdem könnt ihr mit den Funktionen Höhen und Tiefen bzw. Equalizer oder Bass etc. könnt ihr eure Stimme im Programm noch verändern und die dann vielleicht ein bisschen unterhaltsamer machen bzw. so, dass man euch lieber zuhört als zum Beispiel anderen. Wie ihr das macht, erfahrt ihr alles in Tutorials auf YouTube hier. Als ich von dem ein oder anderen Abonnenten auf dieses Thema angesprochen wurde, habe ich mich natürlich auch umgeguckt und war bei ihnen auf dem Kanal. Dort fiel mir dann auf, dass viele Leute einfach kommentiert haben, so 2 Minuten oder so und ein Gameplay von 7 Minuten beispielsweise dran hatten und dann nach 2 Minuten sagen sie sowas wie, ey, jetzt gönnt euch noch den Rest vom Gameplay. Dann haben sie 2 Minuten von einem Video mit dem Commentary verbracht und 5 Minuten sind dann einfach nur noch simples Gameplay. Und da muss ich sagen, dass es erstmal absolut nicht schön ist, wenn ihr noch 5 Minuten extra Gameplay dran habt. Ich würde da vorschlagen, maximal noch eine halbe Minute oder so. Zu den Kommentatoren kann ich sagen, dass sie nicht in der Schule sitzen und dort irgendwie ein Thema haben, jetzt von der Lehrerin vorgegeben und dieses dann bearbeiten müssen. Sie sind hier frei auf YouTube, sie können hier labern und sie können hier erzählen, was sie wollen und vor allem wie lange sie wollen. Wenn du in der Schule ein Thema vorgegeben hast, musst du dabei bleiben. Aber hier auf YouTube, wenn du ein Commentary machst, kannst du darüber erzählen und kannst noch ein bisschen abdriften, so wie ich jetzt hier mit meinem Schulbeispiel. Du kannst einfach ein bisschen drumherum um das Thema drumherum erzählen, musst dabei dann aber aufpassen, dass du dich nicht andauernd wiederholst und musst aufpassen, dass dein Commentary trotzdem unterhaltsam ist, auch wenn du vielleicht gerade mal ein anderes Thema besprichst. Einige Zuschauer schrieben mir auch, dass sie nicht anständig kommentieren könnten, weil sie einfach zu nervös wären. Und bevor meine Tipps dazu kommen, muss ich sagen, dass die anderen auch einfach nur Menschen sind, genauso wie ihr. Und ihr solltet ihr selbst sein. Außer seid jetzt Tanzverbot, dann seid nicht ihr selbst. Aber wenn ihr ein normaler Mensch seid, könnt ihr gerne ihr selbst sein. Und Abonnenten, also künftige Abonnenten, werden euch auch nur abonnieren, wenn sie euch oder eure Art cool finden. Und wenn sie das tun, werden sie auch eure Videos liken, euch vielleicht abonnieren und vielleicht noch ein nettes Kommentar schreiben. Und das bringt Selbstbewusstsein. Wenn also andere Leute, zum Beispiel aus eurer Klasse, eure Freunde, eure Eltern, eure Videos sehen könnten und ihr vielleicht deswegen nervös seid, macht euch darum keine Sorgen. Vor allem nach dem 10., 20., 30. Commentary, was gut geworden ist, werden sie nichts mehr sagen. Gebt einfach einen Fick auf die Meinung von den anderen und macht's einfach, vor allem wenn es euch Spaß macht. Ein Tipp, den ich euch noch geben kann, ist, dass ihr vielleicht das freie Sprechen ein wenig üben solltet. Das könnt ihr entweder in der Schule, zu Hause, mit Freunden oder selbst vor euch lernen. Wenn euch ein Commentary nicht gefällt oder etwas in einem Commentary, dann schneidet's einfach raus, macht's nochmal und wenn euch das komplette Commentary nicht gefällt, dann macht's es einfach komplett nochmal. Kein Meister ist vom Himmel gefallen und die ersten Videos oder die ersten Commentaries werden immer scheiße, wirklich, die werden absolut scheiße. Sogar PewDiePies erstes Commentary oder Marcel Scorpions erstes Commentary waren echt scheiße, echt. Und die wurden vielleicht in der Schule auch ausgelacht und man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie heute dick im Business. Jetzt zu den Tipps, was ihr gegen die Nervosität machen könnt. Zuallererst ein Tipp, den ich selbst nicht anwende, aber den andere Kommentatoren mir schon erzählt haben. Und zwar trinken sie vor dem Kommentieren ein Glas Wasser oder sie trinken auf jeden Fall irgendwas, damit die Stimmbänder und der Mund ein bisschen befeuchtet ist und damit sie halt besser reden können. Bei mir persönlich ist es so, dass ich ziemlich klein bin. Ich habe kleine Schlitze.
sagen, bin persönlich ziemlich klein, habe nur eine kleine Reisnudel und deswegen ist auch meine Lunge ziemlich klein und deswegen atme ich vor dem Commentary dreimal richtig tief ein und richtig tief aus. Dann kann ich persönlich im Commentary besser Luft fassen und kann dann besser länger kommentieren. Ein anderer Tipp, den ich schon gehört habe, ist, dass manche Kommentatoren sich vor ihren ersten Commentaries sich einen runtergeholt haben und dass die Nerven dann nicht so blank lagen und sie sich besser konzentrieren konnten. Also meine Freunde, wenn ihr damit Probleme habt, dann probiert das aus. Und jetzt zu meinem letzten und wohl wichtigsten Tipp, und zwar, wenn ihr YouTube macht, macht es aus Spaß. Fangt niemals YouTube an, um irgendwie größer zu werden, um Geld zu verdienen, um keine Ahnung, was weiß ich, was für Gründe man noch haben kann. Wirklich der allerwichtigste Punkt ist, macht es zum Spaß. Einen wichtigen Tipp habe ich auch noch an Abonnenten. Und zwar gilt es vor allem für Abonnenten, die eher kleinere YouTuber gucken. Allerdings gilt es auch für alle YouTuber. Und zwar ich, sowie sämtliche anderen YouTuber, machen das aus Spaß, also alle, die ich so kenne. Und jeder von uns freut sich unglaublich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr die Videos liked, wenn ihr einen netten Kommentar schreibt. Und das möchte ich jedem von euch ans Herz legen. Wenn ihr jemanden schaut, wenn ihr jemanden gern schaut, wenn ihr ein Video cool findet von jemandem, den ihr vielleicht nicht abonniert habt, dann liked es bitte. Es ist wirklich nicht viel Arbeit, wenn ihr mal den Like-Button drückt. Für euch als Zuschauer ist es vielleicht so, ja, dies, das. Aber für uns YouTuber ist es so, wenn wir zum Beispiel jetzt 50 Likes, wenn ich jetzt 50 Likes auf ein Video habe, dann freue ich mich unnormal. Wirklich, dann freue ich mich unglaublich. Und wenn jemand von euch einfach mal ein geiles Kommentar schreibt, freue ich mich genauso. Wenn ich coole Kommentare bekomme, antworte ich da auch immer drauf. Wirklich, immer. Wenn ihr YouTuber unterstützen wollt, wirklich, vor allem kleine. Geht zwar für alle, aber vor allem kleine YouTuber, weil wir kleineren YouTuber brauchen doch die Motivation. Wir brauchen das. Wir können nicht von YouTube leben, also brauchen wir es. Helft uns größer zu werden. Helft uns, weiter an unserem Hobby festzuhalten. Helft uns, indem ihr unsere Videos liked, uns abonniert und einen Kommentar schreibt. Und mit diesen letzten Worten möchte ich mich auch für heute verabschieden. Ich hoffe, euch hat mein Commentary für heute gefallen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn es euch gefallen hat. Und damit bin ich auch raus für heute. Tschüss. Den habe ich auch bekommen. Jawohl. Wenn das so weitergeht, kann ich, glaube ich, auf Double Nuclear gehen. Wenn ich denn auf die Kette bekomme, Nuklear zu machen.